Moin, willkommen zurück zu mir zu L2 Deep Worlds mit mir, lieben Fabi. Hallöchen. So, der Kuhstall ist leer. Jetzt noch 218.000 oder was? Ja, knapp 200.000. Muss ich Bunker noch rausholen? So, die Mischfutter-Anlaufstelle hier ist auch gefühlt leer. Oh. Ja, 6.000 Liter. Ja, und halt noch die zwei Touren, die ich schaufeln muss. Ja. Gut, 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 gut. Aha. Das ist ein bisschen besser. Wobei ich jetzt mal gucke, was kann ich heute eigentlich ansäen? Gras und Ölrettich. Ja, vielleicht fahre ich doch weiterhin für Futtergedöns. Füllergedöns, okay. Auch nicht schlecht. Fischfutter. Kein Gedönse dazu. Hm? Kein Gedönse dazu, nur Mischfutter. Fischfutter. Fischfutter, ah, okay. Naja, Fischfutter. Aber auch Fische oder besonders, was? Ja, klar. Im großen Teich, den siehst du noch nie. Da hältst du dann Goldfisch oder was? Ja. Hey. Ganz schön goldig, die Sache. Jetzt weiß ich, wo wir unser ganzes Geld hingehen und das ganze Futter. Zwischendurch nehme ich mal noch eine Schippe. Grüne Ernährung und so. Och, nee. Ach, du dickes Ei, grüne Ernährung. So. Irgendwie habe ich es im Urin, dass ich zwischen diesen Hallen. Gut. Dann war das die Mischfutter-Sache da nicht mehr wegkrieg. Oha. Müssen wir warten, bis wir das nächste Mal ein Förderband haben. Ja, oder bis es wieder ein nächstes Karten-Update gibt. Ja, das wird wohl dauern. Was? Aktuell wüsste ich nicht, was wir noch verändern müssten. Ah, weiß nicht. Der Hof ist ja noch nicht zu klein. Nee, noch nicht. Naja, gut, außer wenn du 8000 haben willst, dann ist es schon ein bisschen. Ja, okay, aber dann passt der Hof nicht mehr zur Karte. Das stimmt. Dann musst du die Karte anpassen. Achso, nee, das mache ich nicht mehr. Das habe ich einmal probiert. Das ist verdammt viel Arbeit. Und geht nur mit Photoshop. Das heißt, das muss ich bis Ende des Jahres haben. Tja. Läuft meine Schullizenz aus. Oh. Dann muss ich wieder 8 Euro bezahlen, damit ich komplett Adobe nutzen darf. Aber der Film machen. Gut. Ach, das dauert und dauert und dauert. So, und rückwärts schieben. 42.000 Liter Mist. Aha.
Bist du gerade gegen Kuschel gefahren, hä? Nee. Ja. Aber fast von Güllemixer. Hab's genau Nee. gesehen. Ja. Hab's doch genau gesehen. Nee. Doch. Klar. Nö. Also, er hat den Motor an und wieder ausgemacht. Das ist mal gut. So. Ah, halt. Ins Schäufelken. So. So, hier müssen wir fahren. Also, ich muss sagen, so eine breite Gülle ausbringen hat es fast gar nicht. Ja, welche das ist fast streut breiter. Ist ein Ticken breiter wie unser erstes Fass, aber so wahnsinnig ist das nicht. Einzige, was man irgendwann überlegen kann, ist halt, ob man da vielleicht einen Dreipunkt dran baut und dann mit der Scheibenegge mitarbeitet. Geht das? Oh, ja, würde gehen. Hm. Ja, Oder da. ob man halt direkt dann mit Gülleverschlauchung arbeitet. Ja, dafür braucht man auch mehr Leistung, glaube ich, mehr Scheibenegger. Ja, deswegen dann mit Gülleverschlauchung und dann kannst du mit der Scheibenegge arbeiten. Oder mit dem Einarbeitungs-irgendwas. Kenne ich, ja. Ja, ich glaube, da gibt es dann nicht nur die Scheibenegge, da gibt es dann auch noch irgendwas anderes. So lange her, dass ich das letzte Mal Pumps und Hoses genutzt habe. Ja, stimmt. Eigentlich auch so ein DLC, was man eigentlich gerade nutzt. Ja gut, auf der Ostseeküste tun wir es ja jetzt. Hä? Die BGA. Achso, ja gut. Ah, ich bin vorbeigefahren. Glibbertisch. Stimmt, weil das. Und ich sag mal so, die Flächen theoretisch und auch generell, weil wir da ja etwas anders vom Geld und allem dastehen auf der Karte oder dastehen werden, so, weil die Karte halt einfach größer ist. Dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, sag ich mal, sowas besser zu nutzen. Das stimmt, ja. Also da können wir halt wirklich überlegen, dann auch diese, ja, Feldrandwagen zu kaufen und dann damit wirklich aktiv zu arbeiten und Gülle damit auszubringen. Ja. Oh, das Füllvolumen ist grün, was im Stall ist. Oha. So. So, dann Abfahrt vor der Drille. Ah ne, Ganz bringt ehrlich, ja nichts. Sandrin. Okay, dann Pause. So, da kann ich nichts machen. Okay. Kannst du auch vorspulen? Könnte ich auch tun. Wenn du sagst, das passt, Ja, dann oder nicht? ich nicht. Dann spul doch. Bin dabei. Schneller. Kann ich nicht. Was? Oh, hast du dich gut angehört?
Tiere leer. Och nö. Was denn? Guck mal, ein Sonderangebot. Ah, du Sonderwunsch, du weißt gar nicht, warum du mal da drin guckst auch. Ja, schön, cool. Bin immer da drin. Hä? Bin immer in diesem Tab und wenn, dann muss ich halt einfach nur P drücken. Deswegen bin ich immer so schnell drin. So. Ich guck da meistens gar nicht drin. Wie bitte? Ich guck da meistens gar nicht da rein, ist so ein Angebot. Ja gut. Ich drücke halt immer wieder P jeden Tag und dann ja. Das wird gar nicht So, P. Aussaatkalender. Weizen, Gerste. Abfahrt. So. Haben wir das Feld so halbwegs gut gedüngt, würde ich behaupten? Ja, ist okay. So, fahren wir mal schnell mit unserem Saatgutfahrrad hier vorbei. Alter, 150.000 der Gülle ist auch Dings drin. Pass auf, dass dir die nicht ausgeht. Wenn die leer wäre, wäre sehr ärgerlich. Naja, klar. Ich muss auch zum anderen Feld dann noch fahren, zum Feld 18. Zu welchem Feld fährst du jetzt? Zu Feld 8 oder was? Hätte jetzt gesagt, Feld 8, ja. Gut. So, ab auf das Straße. Moin. Moin. Und nichts mit Zweck hast du. Gerade erst auf dem Acker hier angekommen, ne? Nichts bezweckt hast du. Ja. So. Fahren wir hin. Ach, stimmt, ja. Das Feld haben wir ja letztes Jahr gekalkt gehabt. Aha. Oh, hier sieht man wie in Security-Textur schon gut. Ja, das sieht man am besten, weil dann Kalk weggeht. Das ist doch schön. Muss das jetzt ja kalken. Ja, dann Ja, schaffen wir uns aber einen anderen Galgstreuer an. Naja, theoretisch müsste ich einfach nur mal die anderen Kalkstreuer mit draufnehmen. Weil wir müssten sogar einen drauf haben. ich glaube schon, ne? Ein Einachser. Oh. Im Bronze. So, so. Mäuschen. Gut, Pass ist leer. So, jetzt zurück zum Hof. Nö, nö, Drille passt noch. Ne? Erst 90%. Oh. Über 10% für einmal rund. Ja, na gut, da geht ja kaum was rein. Naja. Wie die Lemken. Ja.
Gut, auch schon sagen, das war's schon mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Däumchen da, schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Besser noch Traumaufnahmen und ja, ciao.